Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft Snapshot. Heute stelle ich euch den Snapshot 12.50 auf und es gibt wieder richtig coole Änderungen. Fangen wir mal an. Wenn man mit dem Mausrad über die Item-Leiste scrollt, dann wird kurzerhand über den Dingern, ja, also über den Items oder Blöcken, wird ein Name angezeigt. Das ist wirklich cool. Und ja, es gibt auch noch was Neues bei den Items. Wenn man jetzt irgendwas hinwirft, dann wird das in 3D angezeigt. Das sieht auch wirklich richtig geil aus. Das ist von einem Mod gekommen, den hat der Notch oder wer auch immer hat ihn übernommen. Nächste Änderung, es gibt eine neue Verzauberung. Und zwar Thorns 3. Wenn man diese jetzt mit einem Buch und irgendeinem Rüstungsteil, ne? Jedenfalls weiß ich gar nicht, wie das geht. Ah, andersrum, genau. Dann hat man hier einen... ja, sozusagen eine verzauberte Rüstung, und wenn man damit jetzt irgendwie gegen den Gegner läuft und mit dem Schwert steckt, dann kriegt der mehr Schaden. Auch wirklich eine sehr coole Änderung. Okay, sorry, aber... man... es wird halt ein bisschen mehr Schaden zugefügt, aber das ist noch nicht ganz ausgereift und ja, wird dann wahrscheinlich im nächsten Step noch ein bisschen behoben. Drückt man Steuerung und Q. So, wird der ganze Stack gedroppt. Ist doch auch wirklich eine coole Erfindung. Und jetzt vielleicht zu der Hauptänderung. Ihr kennt ja die Feuerwerksraketen. Die geben natürlich jetzt auch einen Sound von sich. Das ist doch wirklich cool. Und ja, das sind auch wirklich unvergessliche Bilder, da man die Dinger ja jetzt auch kreuzen kann. Und ich glaube, wir sehen uns nächste Woche wieder beim Snapshot 12.51. Bis dann.